Hallo Überlebende, ihr wollt eine gesichtete Horde eliminieren oder die Population einer Stadt in einer großen Umgebung deutlich zu reduzieren? Dann seid ihr hier richtig, ich zeige euch zwei Methoden. Die erste Methode ist etwas aufwendiger, aber sicher. Sucht euch ein Areal aus, das groß genug ist, um das Feuer nicht zu sehr außer Kontrolle geraten zu lassen und außerdem ziemlich mittig in der Stadt liegt, um so viele Untote wie möglich zu grillen. Ihr werdet Tischlerei 2 oder alternativ 6 benötigen für diese Aktion. Ihr braucht Bretter, je nach Situation unterschiedlich viele, einen Hammer, Nägel, Lakenseile, mehrere pro Ebene zur Sicherheit, Wasser, etwas zu essen, um die Situation auszusitzen, einen Vorschlaghammer und natürlich einen Molotow-Cocktail und ein oder mehrere Feuerzeuge. Wir werden ein Auto mit Sirene benutzen. Ein Auto mit Hupe reicht auch, ist aber nerviger einzusetzen. Das Auto braucht keine intakten Scheiben, da wir nicht im Auto sein werden. Bei der zweiten Methode ist dieses aber ein Muss. Aber das seht ihr später. Die Bretter laden wir erst einmal aufs Auto, um Gewicht zu sparen. Die Bretter benötigen wir, um von einem anderen Gebäude im zweiten Stockwerk zum Zielgebäude zu bauen. Da ich nur Tischlerei 4 habe, kann ich daher keine Treppen bauen und anschließend zerstören. Wir haben den Zielpunkt erreicht. Jetzt müssen wir die restlichen Zombies töten und dann zum anderen Gebäude bauen. Anschließend werden wir die gebaute Brücke zerstören, damit uns kein Zombie erreichen kann. Wir bauen einen Fensterrahmen und befestigen das Lakenseil daran, um später sicher zum Fahrzeug zurückkehren zu können. Hier wäre es auch möglich gewesen, die Treppe zu zerstören und an mehreren Fenstern Lakenseile zu befestigen. Für die bessere Sicht jedoch und vor allem wegen der Sicherheit bauen wir uns zu diesem Gebäude. Wir aktivieren die Sirene, alternativ mehrmals hupen und dann schnell aufs Gebäude. Dies wäre auch ein guter Zeitpunkt, ein Skillbook zu lesen. Jetzt nur noch den Molotow und das Feuerzeug ausrüsten, werfen und entspannen. Die Menge an Zombies ist noch überschaubar. Dies ist mittlerweile die dritte Aktion in meinem Safe-Game. Das mit dem Feuer war nicht gebraucht. Ich warte mal an den Zombies beim Zuschauen. Kommen wir zur zweiten Methode. Ihr braucht erneut ein Fahrzeug, am besten mit Sirene, einen Molotow sowie einem Feuerzeug, am besten zwei. Dieses Mal müssen die Seitenscheiben in Ordnung sein und das Auto sollte nicht weniger als 400 PS haben, ansonsten wird's schwierig. Die Reifen sollten mindestens über 60% sein, mehr ist sicherlich besser. Ihr wollt ja nicht sterben. Checkt auch euren Tank, der sollte voll sein, die Tankmenge ist ebenfalls wichtig. Erwischt ihr zum Beispiel ein Auto mit maximaler Tankmenge von 7, könnt ihr das vergessen.
Denkt an genug Sprit und behaltet den ebenso im Auge. Versucht nicht in zu viele Zombies hereinzufahren, egal ob vorwärts, seitwärts oder rückwärts. Ansonsten können eure Reifen platzen. Wenn das passiert, muss ich euch sicher nicht erzählen, was folgt. Haltet daher etwas Abstand zur Horde, um rechtzeitig reagieren zu können. Ihr seht in anderen Videos, dass das super funktioniert hat. Aber der Schaden an den Reifen hat sich verändert. Bedenkt das. Mit Shift W könnt ihr den Tempomat einschalten und damit auch erhöhen. Shift X reduziert das Tempo. Um den Molotow aus dem Fenster werfen zu können, müsst ihr kurz die Hand von den Tasten nehmen. Haltet ihr zum Beispiel W zum nach vorne fahren fest, könnt ihr den Molotow nicht werfen. Falls ihr es nicht wissen solltet, rechte Maustaste festhalten und mit linker Maustaste werfen.